Alle Katzenbisse, von kleinen Bissen bis hin zu tiefen Einstichen, können zu Schwellungen und anderen Symptomen führen. Wir verraten dir in diesem Video, wie du die Anzeichen einer Katzenbissinfektion erkennst, damit du weißt, wann es Zeit ist, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Katzenspeichel kann viele Arten von Bakterien enthalten, die Infektionen bei uns Menschen auslösen können. Katzenbisse erzeugen im Allgemeinen kleine, tiefe Stichwunden, die schwer zu reinigen sind. Laut Experten sollten alle Katzenbisse, damit sind nicht kleine Liebesbisse gemeint, aufgrund des hohen Infektionsrisikos so schnell wie möglich von einem Arzt untersucht werden. Während leichte Infektionen leichte Beschwerden verursachen, können schwerwiegende lebensbedrohlich sein. Hier folgen also die 5 Symptome einer Katzenbissinfektion, die du niemals ignorieren solltest. Nummer 1. Rötung. Eines der ersten Anzeichen dafür, dass der Biss infiziert ist, ist eine Rötung um die Wunde. Diese kann von hellrosa bis hin zu einem dunklen, purpurroten Rot variieren. Wenn der Bereich rot wird, achte auf eine Ausbreitung der Rötung nach außen, auf den Rest des Körpers. Die Ausbreitung von Rötungen kann auf eine Blutvergiftung hinweisen. Nummer 2. Hitze. Unabhängig davon, ob der Biss zu röten beginnt oder nicht, solltest du ihn häufig kontrollieren, um sicherzustellen, dass er nicht wärmer als die anderen Körperteile ist. Wenn dein Körper Antikörper sendet, um Infektionen zu bekämpfen, kann sich die Temperatur um den infizierten Bereich erwärmen, noch bevor der Bereich rot wird. Nummer 3. Geruch. Einige Bisse entwickeln einen ungewöhnlichen Geruch. Es mag zunächst schwierig zu erkennen sein, aber die Wunde kann unbehandelt anfangen zu riechen. Falls du das an deiner Wunde feststellst, kann das ein Anzeichen dafür sein, dass die Infektion sich innerhalb der Wunde bereits ausbreitet. Nummer 4. Eiter oder Nässen. Ein infizierter Biss kann abszessieren und aufblähen, sodass er wie ein Pickel oder Furunkel aussieht. Dieses Gebilde wird irgendwann platzen und der Eiter abfließen, aber ein Arzt sollte in jedem Fall die Wunde untersuchen. Und Nummer 5. Fieber. Wenn eine Infektion zu lange unbehandelt bleibt, kann Fieber als Reaktion auftreten. Deshalb sollte eine größere Katzenbisswunde immer von einem Arzt untersucht werden. Wenn du bereits unter Fieber leidest, ist definitiv der Zeitpunkt gekommen, dich an den Arzt deines Vertrauens zu wenden. Kopfschmerzen, Müdigkeit, niedriger Blutdruck und schneller Herzschlag treten oft als zusätzliche Symptome einer Infektion auf. Die Behandlung besteht im Allgemeinen aus Antibiotika und möglicherweise einer Tetanusspritze. Solltest du solche Symptome an dir feststellen, ist es höchste Zeit, einen Arzt aufzusuchen. Selbst wenn es nur eine Katze war, die dich gebissen hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.